Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem neuen Replay in einem lustigen Schiff mit einem lustigen Kapitänsnamen, nämlich Graf Spee 2015. Ist bekannt, hat früher immer Replays mit der Graf Spee eingesendet. Wer hätte es vermutet? Auch ein sehr gutes Schiff, oder zumindest ein sehr tolles historisches Schiff. Aber auch mit der Scharnhorst hat er gespielt und heute sehen wir ihn in der Marblehead. Tier 5 amerikanischer Kreuzer, der 10 Rohre, 152 mm besitzt. Und die Marblehead ist ein Premium-Schiff, es gibt sie auch als Marblehead Lima. Beide nicht. Ist aber ein interessantes Konzept, denn wir haben hier ein Schiff. Einmal auf Concealment geskillt beim Kapitän, sehe ich gerade mit 11,5 Kilometern. Das eine bescheidene Reichweite von 13,9 besitzt, was auf Tier 5 durchaus ein bisschen gefährlich ist. Dafür aber Torpedos. Oh Gott, die Tarnung ist mal mega hässlich. Also das hätte es jetzt nicht gebraucht, Graf Spee. Nur, dass du weißt. Da hätte ich mir vom Graf, wenn schon ein besseres, besseren Geschmack erwartet hier. Aber 2x252 mm seht ihr hier links und rechts. Und dann seht ihr noch, ich glaube, 8x1 Geschütze hier an den Seiten. Hier vorne 2, dann 1, 2, also immer 2 und 2 hinten und vorne. Und hier ist die Anti-Air oder die sekundäre Geschütze. Ich kann mich nicht an. Komm schon, rein da. Nein! Ah! Mit C geht's ja nicht. Es geht nur da, wo der Kapitän gerade Kamera fixiert hat, auf welchem Geschütz. Aber die Torpedos, 8,2 Kilometer und ich glaube 38 Sekunden Reload. Kann ich das? Nein, auch das sieht man nicht. Ausgezeichnet. N funktioniert nicht. H funktioniert nicht. Nichts funktioniert in diesen Replays. Naja, da müsst ihr mir einfach glauben. Stock sind es 38 Sekunden Reload. Einmal 3 pro Seite, also 2x3. Bin gespannt, ob man da was machen kann. Ring, eine schöne Lotier-Karte, färbt man auf den Tier 5 und Tier 4. Hat eine schöne Lichtstimmung. Das Kartendesign ist, naja, ich würde nicht sagen ideal, aber man kann was machen damit. Er hat jetzt aber Matchmaking. Oh ja, es sind ja 6er Matchmaking übrigens. Und interessant ist, dass hier nur 3, 6, 8 Schiffe gegeneinander fahren. Ich habe übrigens, habe das gesehen auf dem Endstream bei der Teamaufstellung und wollte wissen, warum das so ist. Das liegt daran, dass das Gefecht um 6.24 Uhr gefahren wurde. Bedeutet, der liebe Graf Spee ist, bevor er auf die Arbeit geht, ist aufgestanden in eine Runde World of Warships fahren. Oder er ist vielleicht sonntags schon zu früh wach. Das bedeutet weniger Spieler, das bedeutet ein glücklicher Fall für die Marblehead. Denn, kommt schon, sind wir ehrlich, 27.000... Bewaffnung ist nicht schlecht, aber die Reichweite ist halt suboptimal. Wenn da mehrere Schlachtschiffe in einem Gefecht sind, wie die Giulio Cesare oder von mir aus auch die Iron Duke, dann sieht es schon ein bisschen schlechter aus. Ja, wir haben hydroakustische Suche, die wird jetzt auch schön eingesetzt, um die Fubuki aufzumachen oder die Torpedos hier auf die Gerde abzuwehren. Die hat aber selbst hydroakustische Suche. Und wir haben ein Flugzeug. Das hilft beides zum Spotten und hat auch hier schon genützt. Das sind die Torpedos der Paragut, oder? Wir müssen auslaufen. Nein, dann ist oben die Hatsuharu. Nein, die ist unten. Fubuki, das kann doch nicht. Das können doch nicht die Torpedos der Fubuki sein. Die wären nie in diesen Winkel gekommen. Was ist da oben noch? Gallant. Nein, die sind in der Mitte. Die wollen mich verarschen. Emile Berton. Niemals so viele. Emerald. Emerald? Nein, die war auch schon offen. Ach Gott, das ist ein Anzeigefehler gewesen. Jedenfalls kommt das der Marblehead so gut. Ich bin gespannt, wie viel Schaden schlussendlich bei rauskommt. Bei 8 will natürlich 4-mal der HP-Pool der Schiffe, die ansonsten im regulären Gefecht sind. Schlägt sich trotzdem in der Statistik nieder. Ist ein bisschen blöd. Aber 5 Schiffe zielen auf ihn. Gott. Schieß doch! Du kannst schießen! Schieß, solange du noch kannst! Eieiei. Lustig ist, man kann mit den vorderen Geschützen dauerhaft schießen, wenn man ein bisschen mit dem Arsch wackelt quasi, weil die zeigen zwar, die zeigen nicht genau nach vorne, oder doch, die zeigen genau nach vorne. Frontal müssten dann bei einer entsprechenden Entfernung, wahrscheinlich auf Maximalreichweite, ne, es müssten vielleicht alle Kanonen schießen können. Und sonst muss man ganz wenig nur links und rechts lenken. Ja, die Pepsi wird da nicht um die Ecke fahren.
Aber die Giulio Cesare wird es machen. Ja, die Position ist beschissen. Der muss da unbedingt weg. Also Graf Spee muss jetzt gehen. Der wird sonst rausgetorbt. Er wird gehen auf die eine oder andere Art und Weise. Entweder von der Giulio Cesare wird er genommen. Emil Bertin rechts wird auf ihn schießen. Er wird von Farragut und oder Gallant, vielleicht auch beide neben rausgetorbt. Und er muss sich jetzt wehren. Da ist aber viel zu holen. Also nicht an Schaden in Zahlen, aber in Punkten. Und da hinten kommt noch eine Fibuki. Die will es auch wissen. Ja gut, aber zuerst die Gallant, die hat nämlich sehr, sehr wenig HP. Und die 152er High, ganz im Ernst, die ist das Erste, was ich mir gedacht habe, als ich gesehen habe, wie viel Schaden bei rumkommt, habe ich mir gedacht, juicy. Also, die macht saftig viel Schaden auf die DDS. Und wenn sie denn mal trifft, das ist natürlich die andere Geschichte. Aber die Giulio Cesare ist eine geringere Gefahr als zunächst gedacht. Sich wird dadurch penetrant auf die Marblehead schießen. Vor allem im Wissen, dass sie nicht zurückschießen kann. Und mit 16 Kilometer kann die Giulio Cesare durchaus etwas machen. Ja, wer nicht will, der hat schon, denke ich mir immer. Jetzt kommt die Pensacola um die Ecke. Da könnte man sich jetzt doch überlegen, vielleicht mal kurz rüber zu linsen. Ja, genau, da hat sie gesehen. Jetzt hat er sie gesehen. Und ein paar Torpedos loszuwerden. Die werden ja nicht billiger. Von daher, was Report TK, was nennt TK? Ich glaube nicht, dass hier von Team Krado die Rede ist. Weil da gibt es keinen. Was ist ein TK? Teamkiller. Ah, Report Teamkiller. Gibt es im Gegnerteam Teamkiller? Ach, ich kann hier überhaupt nichts drücken. Ich hab's verpasst. Hat jemand minus 1 im gegnerischen Team? Nein. 2. Ja, aber es ist ein Teamkill passiert. Es sind nämlich 3 tot und nur 4 Kills werden angezeigt. Bedeutet, die Giulio Cesare oder die Fubuki, ich tippe auf die Fubuki, hat ein Mitglied gekillt, das ich verpasst habe. Naja, torpediert würde ich mal behaupten. Das passiert gerne und häufig. Leider. So, jetzt sehen wir die Torpedos im Einsatz. Da, oh, nur noch 33 Sekunden, keine 38 Sekunden. Hatte jemand vielleicht plus 20% plus 10% Torpedo Reload geskillt? Dann kommen wir auf 34,2. Die 34 wird nicht angezeigt. Dann sind es 33 Sekunden, ja. Ausgezeichnet. Ja, das wird ein Spaß. Also ich glaube, die Pensacola kann sich auf was gefasst machen. Oh, der Delchen. Ja, 152 mm. Bitch, sage ich da nur. Ja, aber die Streuung ist selbst auf 7,1 Kilometer schon ziemlich übel. Oh, die Torpedos hat man nicht gesehen. Haben schon 8,2 Kilometer, die treffen zwei. Einer und der letzte. Ja, und da ist er. Und das war's so gut wie. Jetzt wird gleich mit HE draufgeschossen und dann... Ich weiß gar nicht, ich bin die Pensacola seit Änderung des Baumes der Amerikaner nicht gefahren. Ich weiß nicht, ob die wirklich so geil ist noch auf Tier 6, wie sie früher auf Tier 7 war, was ja die Balance-Maßnahmen waren, die Wargaming an ihr vorgenommen haben und die Zitadelle schlussendlich noch in den letzten Schaden mitzunehmen ausgezeichnet. Weil auf Tier 7 war sie geil. Viele haben sie als unterbewaffnet angesehen. Nach dem Reichweiten-Buff war sie aber extrem. Sehr gute High, sehr guten Shell-Arc, was super war für die Amerikaner. Bin später einige gute Gefechte damit gefahren. Nicht zu der Zeit, als ich sie durchgespielt habe, um dann zur New Orleans zu kommen auf Tier 8, die jetzt Tier 7 ist. Damals war ich beschissen mit ihr. Damals war sie auch beschissen. Und ja, das ist bitter, weil das schlägt sich natürlich auch nieder. Kleine Änderungen gehen nichts in die Stats ein als extra Schiff. Baumänderungen Baumänderungen aber schon. Ja, ich versuche so eloquent wie möglich zu sprechen. Leider gelingt es mir dank meines losen Mundwerks und meinem langsamen Denken nicht immer. Da, Emil Bertin. Das ist das Ziel, das du suchst. Ja, genau da ist sie. Da, lieber der ein bisschen Aufmerksamkeit schenken, bevor, ja, jetzt ist es zu spät, sie dir Aufmerksamkeit schenkt, Herr Graf. Aber hier kommt natürlich AP wieder zum Einsatz. Emil Bertin, der Franzose, na, aber trotzdem nicht Breitseite zeigen. Der gute AP. Oh, er hat abgebremst, das Nuru. Er bremst ab, man sitzt am Schornstein. Ja, nicht alle. Da ist auch ein bisschen riesig.
DC heißt nebelig bei uns. Ja, sein Dead kam schon. Wo sind jetzt der Relle? 6 Durchschläge. Ah, die 152er sind zu stark. Ja, da ist sie. Gib ihm mehr. Gib ihm mehr. Er hat es sich verdient. Er möchte Zitadellen haben. Aber jetzt müsste es natürlich. Ja. Abpraller. Ja, die Torpedos zahlen sich da überhaupt nicht mehr aus. Komm schon, hi. Und Ende vom Lied. Dann auch noch die Gallant bespaßen. Und das soll es dann gewesen sein. Und da hat er selbst den Brand. Aber er kann sich den Brand nicht leisten. Also den Schaden, den der Brand macht. Das klingt immer so, wenn ich sage, er kann sich den Brand nicht leisten. Jetzt müssen wir dafür extra Credits abdrücken, dass das Feuer auch schön brennt. Dem ist natürlich nicht so, das weiß auch jeder. Deswegen kann ich diese Floskel locker benutzen. Aber ich wollte es nur einmal klarstellen, damit ich dann in Zukunft immer auf dieses Video verweisen kann. Sollte jemand ganz schlau sein und sagen, wie meinst du das? Der Brand kostet doch nicht extra. So, Giulio Cesare. Giulio Cesare. Abfackeln über die Insel. Die weiß nicht, woher es kommt. Und wie viel Spaß es macht. Ja gut, da muss sie auch nicht. Er trifft nämlich noch nichts. Aber hier, spätestens jetzt trifft er. Ja, und ein Brand gleich beim ersten Kontakt. Das hat man immer gerne. Ich liebe solche Dinge. Oh, eine Salve HE. Da freue ich mich drauf. Oh, alles geht daneben. Aber die eine Granate trifft. Und wie könnte es anders sein? Ist Brand. Ja. Na gut, den hätte ich jetzt nicht gelöscht. Aber wenn ich löschen muss, dann denke ich mir, lösche ich den halt. Der hat sein RNG verschissen für die nächsten 2 Minuten und 20 Salben. Das geht schon. Nächste Salve nach Abklingzeit des Reparaturteams. Eine Granate trifft. 3 Brände. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Überspitzt, möchte ich sagen. Nicht, dass jemand meint, sich in der Pflicht zu fühlen, schreiben zu müssen, dass eine Granate nicht 3 Brände auslösen kann. Ich weiß gar nicht, ob eine Granate 2 Brände auslösen kann, denn eine Granate löst Brände aus mit Smash, oder? Und dann ist die Möglichkeit auf einem Brand. Was passiert, wenn der Splash 2 Brandherde gleichzeitig berührt, weil sie genau in der Mitte ist? Ist es dann möglich, mit einer Granate 2 Brände zu machen? Oder wurde das künstlich limitiert von Wargaming? Ich weiß es nicht. Deswegen werdet ihr es wahrscheinlich auch nicht erfahren, weil ihr zu faul seid, nachzuforschen, so wie ich. Und wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare. Aber nur, wenn ihr mir auch einen Beweis linken könnt, denn ich kann ja in den Videos nichts behaupten, wo ich weiß, dass von Wargaming auch verifiziert wurde. Ich könnte das mal schreiben. Ich könnte das mal fragen auf dem Discord da. C. Halles fragen, ob er da so drin ist in der Mechanik, dass er das kennt. So, hydroakustische Suche ist aus. Das Flugzeug ist drauf. Torpedos werden kommen. Torpedos kann man auch selbst einsetzen. Das letzte Schiff. 75 fanatische 1000 an Schaden. Exorbitant. In einer Marblehead. Und da geht die Fubuki auf, weil sie die Reichweite von Feuer und Smoke für das eigene Schiff nicht kennt. Zumindest vermute ich das, aber es kann einfach nur sein, dass es ihm scheißegal war, weil das Gewehr verloren war. Torpedos nicht ready waren und deswegen hat es keine Rolle gespielt. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. 80.000 auf Tier 5, das ist der Hammer. 80.000 auf Tier 5 sind 120.000 in Tier 7, sind sicher 200.000 in Tier 10. So kann man das schon fast aufrechnen. Aber 80.000 in einem Gefecht mit 8 Gegnern. Und das mit einem Marblehead. Das sind wie 200.000 auf Tier 7. Kommt schon. Hallo, das Gefecht ist brutal. Brutal von den Werten her. Und er hat 3 Schiffe rausgenommen. Er hat 33%, mehr als 33% des gegnerischen Teams rausgenommen. 40% des gegnerischen Teams, sind das 40%? Irgendjemand möchte das sicher nachrechnen und dann mir sagen, dass das falsch ist. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch nicht so wichtig, denn es ist auf jeden Fall Platz 1. Sind 705 Punkte Basic XP oberhalb des 2 platziert. Und ich finde meine Überleitungen generell nicht immer gut, aber diese war genial. Man muss mich selbst loben. Ich mache das hin und wieder. Es tut auch gut, weil es macht ja sonst niemand hier gerade. Ausführlicher Bericht. Ja. Ich kann nur noch weitergehen. Fast 1 Million ist das, wenn wir großzügig aufrunden von 800.000 auf 1 Million.
Oder die Waldfee, da bleibt einem die Spucke weg, sag ich da nur. Gratulation, Graf Spee, das sieht man nicht alle Tage. Und das sieht man vor allem nicht alle Tage auf Tier 5. Applaus. Kann ich Applaus geben? Ja, glaub schon. So, vorher war es fast ein sarkastisches Klatschen. Ich danke fürs Einsenden und ich danke fürs Anschauen. Und wenn es euch gefallen hat, vergesst den Daumen nach oben nicht. Und wenn ihr neu dabei seid, abonnieren für mehr. Und ansonsten einfach immer Arktika eingeben und suchen. Und jeden Tag was Neues. Ich will nicht sagen, dass es sich jeden Tag lohnt. Aber ich möchte behaupten, dass es sich jeden Tag lohnt. Ciao. Wir sehen uns im nächsten Gefecht.